Hallo, hier ist euer Crazy Sweet und kommen hier zu Markena Philips. Tja, wir machen nun weiter. Und wir waren in der letzten Folge stehen geblieben haben beim 100 Kubik. Ja, beim 100 Kubik haben wir der Bananenkap vorher abgeschlossen. Und ja, heute war aber immer mit dem Yoshi. Heute nehme ich mal einen. Wer ist denn? Uhu. Nee. Ja, und Lakitu. Und ja, wir haben den Bärchen positiv freigeschaltet. Und den Eponator. Moment, ich muss schauen, wie ich brauche nun. Nein, der bist du. Nee. Nein, beständig. Nee, nee, mit Ball komme ich gar nicht so aus. Oder wisst ihr was? Wir nehmen mal einen neuen. Oder nee, doch Lakitu. So. So passt das. Also. Machen wir nochmal der Flat Squad Standard und Standard. Und mit dem fahren wir heute. Und heute fahren wir den Sternkampf. Sonnenflughafen, Delfin Lagune, Discodrom und Wario Abfahrt. Also, ich würde sagen. Doch, nee, ich fahre den Blood Cup. Ja. Doch, wir fahren mit dem Blood Cup, habe ich gesagt. Wario Arena, Sorbet Land, Instrumental, Yoshi's Tal. Ist eigentlich die nächste Part. Ja, und deswegen fahren wir diese Strecke. Und wir haben eine Liste nicht dabei. Fantastisch. 100 Kubik, ganz klar. Und die Computer waren so was zu angeregt. Das ist ja. Farbe. Kann ich spielen. Fantastisch. Also ganz klar. Ja, wenn man auf Marker 8 war, dann war in den Marker 7. Da war der Kaldo mit dabei. Ja. Und ja. Deswegen, ja, freut mich. Diesmal ein kleiner. Ja, und dann vielleicht wieder mit dem Pro-Controller, wenn ihr das wollt. Ja. Und heute wird es ein Multiplayer-Play geben. Ja. Und zwar. Und zwar mit dem guten Golden Bunny. Da haben wir das angemeldet. Ein Welt an, ich war aber gesagt, nee. Aber war so. Aber es ist ja private Angelegenheit. Und ist klar. Da kommt der blaue Anfang. Oh Mann. Heute ist ja Samstag, aber ist ja schlattig. Fahr. Hab den Tonat ein bisschen weg. Ja. Und ja, ich hoffe, gefällt euch der Part. Also ich bin fast die Decke, Badezecke normal, ich habe die Oh, ich.
heute wird es eine wunderbare Mario Kart mehrstiger Folgen geben. Ja. Und zwar zu zweit. Da nicht zu groß, weil ich da immer Flügel. Zwar wie viel muss ich denn machen? Ich weiß nicht mehr genau. Und nein, geschafft. Und ich habe auch an Sachen die nicht getroffen. Hab ein 10 Münzen, passt ja auch, ich meine, Mindestziel immer 10 Münzen und ja, was zu trinken. Ja, das passt ja auch. Weil ich hab ja verdient. So, Marker David Sorted Land, ja. Aus GameCube, ja. Da gab es auch so einen Online-Modus, ja, da musste da so ein Adapter, braucht man da so einen LAN-Adapter, um online zu spielen. Ja, ich habe leider keinen GameCube. Ich sehe immer noch in meinem anderen Zimmer. Und eigentlich habe ich immer, ja, bevor ich die Chips bekam, ja, seit einer Zeit, da hatte ich einen Marker nicht wieder. Ja, es gibt ja Battle-Formate. Ja, und da gab es einen Adapter, hab ihn dazu geholt, war super, ja. Und dann haben wir gedacht, alles ein Adapter, vor der 2 GameCube, damit man online spielen kann. Und da haben wir gedacht, nee, super toll. Ja. Wieder auf die Verpackung. Und da kommt der Netz. Nein. Ist klar. Ist sowas von klar. Was die Nerven von dieser Gegner sind. Wir sind auch. Das ist ja erschienen und da kommt schon der nächste Blaupanzer. Nicht so. Das muss ja immer bei mir einschlagen. Ich wette, in die Runde kommt doch ein Tausch. Ich wette jetzt so rund so 50% der Zeit weiter abfangen. So, ein Blitz. Ja. Hab ich auch gleich gewusst, so ein Ding. So ein. Das war keine Bombe? Hey, ich hab eine Bombe geworfen. Yay, wir haben vielleicht gesehen, dass das ein Item ist. Hier gibt es ja Pop-Umwurf beim Schlachtmodus, aber. Tja. So. Muss noch alles vorbereiten. Einer. Tja, heute wird es dann wieder Mario Kart 8 geben. Deluxe, ja. Und zwar lokal. Im Erstgame-Modus. Ja, den bin ich gerade auch dabei. Weil ich möchte die 100 Geschick noch abfüllen. Und ich sehe gerade wieder Turbo. Ja. Ach.
abgekürzt ging wie einem blauen Panzer. Ich weiß, in jedem Moment kann man blauen Panzer da unten ganz hin retten. Nein! Das kann man auf Mark ziehen, ja. Da wird die dann reingefüllt. Ja. Und nun ist die Mark abwachsen. Also ich denke, ich bin auch echt cool. Hat er auf der... Beim 3DL auch gespielt, ja. Aber ein bisschen online, ja. Schnell kann ich spielen, nimmer Zeit. Ich hab halt die Schritt und ja. So, und wieder gewonnen. Wieder 15 in meinem 15 auf meinem Konto, ja. So, das letzte Rennen dieses Parts, ja, und da geht's um den blauen Dino. Stimmt, da hat er den Amiibo von Yoshi, ja. So, Yoshi-Tal. Simmer, Yoshi! Sind wir, den nehmen dann, glaube ich, in der kommenden Folge dann. Ist klar. Wir nehmen die einfach über die Ikeriki und die anderen fahren. Weil ich Ufer wieder her. Das ist eigentlich der einfachste Weg. Die anderen Charaktere werde ich auch noch fahren. Ja. Weil die Kühen. Komm, der Panzer! Ja, Panzer, sehr gut. Bis da. Aber ich bin noch erst. Ja, weil es ist auch die schwierigere, Ich bin ja von den nächsten da ja dann den Vorsprung. Ja. Ist klar! LOL! LOL! Was ist jetzt los? Der blaue Panzer! Der blaue Panzer! Hat nicht mich getroffen, sondern der ist wuss, weitergeflogen! Ja. Hä? Oder was?
LOL! Wir sehen ihn nochmal sehen wollt, dann gut einfach das Video dann hier zurück, weil. BTS. Die Panzer blaue Panzer mich nicht treffen. Ich glaube, war für den etwas zu schnell, oder? So, aber trotzdem, wir haben gewonnen. 60 Punkte, das ist mein Mindestziel. Jetzt haben wir uns nun die Ergebnisse an. Ich dachte Mark 8 Deluxe ist schwieriger als ich dachte, aber nee. Du hast 180 Münzen gesammelt, ein neuer Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Welches denn? Ich möchte nur wissen. Klein Türkis! So, und... Und wir sagen, ich werde auch noch diese Folge. Ich bleibe mal für zusammen dieses Part. Wenn ihr wollt, dann lasst gerne einen Daumen oben da und in der kommenden Folge machen wir weiter mit dem 100 Rubik Stunning Cup. Also würde mich mal einen Daumen oben freuen und in der kommenden Folge machen wir weiter hier Marke 8 Deluxe mit dem Stunning Cup. Also bis dahin, wünsche euch einen wunderschönen Tag und wieder und tschüss, euer Crazy Smith.